Was mich an der Chemie fasziniert, ist einfach, dass man unglaublich viele Fragen aus dem Alltag mit ihr beantworten kann. Im Fachbereich Chemie wird extrem viel in der Richtung erneuerbare Ressourcen, erneuerbare Energien, nachhaltige Chemie im weitesten Sinne geforscht. Das trifft unterschiedlichste aktuelle Strömungen, auch Strategien der Bundesregierung zum Beispiel, die wir thematisch abdecken. Die Wasserstoffstrategie sind da zu nennen, die Bioökonomiestrategie. Es geht um die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die alle eine stoffliche Komponente haben und die am Ende, wo die Chemie einen sehr großen Beitrag zu leisten kann. Wieso funktioniert was vielleicht auch nicht? Kann ich das verstehen mit dem, was ich im Studium gelernt habe? Muss ich vielleicht noch mehr lernen, um das einfach zu verstehen? Da stoße ich auch oft dran, dass ich dann Dinge google oder versuche mir zu erklären, so, nee, das habe ich noch nicht verstanden, aber vielleicht kommt das ja jetzt noch, vielleicht kann ich mir das noch aneignen. Was mich so wirklich begeistert, ist so dieses Gefühl, etwas zu verstehen. Ich liebe die Chemie, weil sie einfach überall vorhanden ist und weil man diese Faszination, wenn man einmal so diesen Anfangsfunken gefunden hat, dann lodert man quasi für die Chemie und möchte sie um nichts mehr im Leben missen. Der Fachbereich Chemie an der TU Darmstadt ist einfach super schön, es ist familiär, man kennt die Leute, mit denen man zu tun hat und man hat eine super gute Ausbildung. Das Chemiestudium Bachelor ist einfach super breit aufgestellt. Also man hat 7 mögliche Fächer, die man belegen kann und kann sich damit später orientieren, wohin man immer möchte. Was macht das für mich hier besonders? Ich finde, man bekommt im Bachelor eine sehr breite Ausbildung, aber man hat eben auch sehr früh die Möglichkeit, gezielt zu forschen und in Forschungspraktika zu gehen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich denke, man kann eben sehr früh aktiv Forschung mitgestalten und viele Einblicke bekommen. Ich habe das erste Jahr meines Masterstudiums im Ausland verbracht, und zwar war ich ein Austauschstudent in Finnland. Unabhängig von jetzt der fachlichen Fortbildung ist so ein Auslandsjahr auch einfach so ein Jahr, in dem man sich persönlich deutlich oder enorm weiterentwickelt. Aktuell bin ich in meinem 3. Mastersemester, das heißt, dass ich voraussichtlich nächstes Semester mit meiner Masterthesis anfangen werde. Und danach habe ich dann noch vor, meinen Doktortitel zu machen. Das ist tatsächlich im Chemiestudium relativ üblich. Ohne Chemie gibt es keine Zukunft für die Menschheit. Und wir brauchen Menschen wie Sie, die das entsprechend dann umsetzen.